Das Öl ist da. Halleluja! Wir haben Öl! Den Wagen, schnell! Geht gleich los. Zurück, Leute! Hey, Boys, für jeden eine Flasche, drängelt nicht so. Drängelt nicht so, es ist genug da. Hier, trinkt! Trink, Schäfert, trink! Hier! Ich hab's ja gesagt. Die Zeiten werden gut, wenn wir zusammenarbeiten und Öl finden. Dann werden wir leben. Und ihr auch. Als die Nachricht von dem Ölfund nach Wind River City gebracht wurde, schrieb man das Jahr 1896. Kaum ein Jahr danach hatte sich das Leben in der Siedlung grundlegend geändert. Händler und Spieler, Glückssucher und Revolverhelden, Männer, die dem Ruf des schwarzen Goldes gefolgt waren, um ihr Glück zu machen, bestimmten mehr und mehr das Bild. Auch die Indianer der benachbarten Reservation gerieten in den Sog des Öls, das ohne Konzession der Regierung auf ihrem Gebiet gefördert wurde. Vom Gewinn gaben die Öljäger den Indianern nur wenige Dollar. Doch selbst das Wenige erschien den bis dahin im Elend der Reservation lebenden Indianern wie großer Reichtum.
Ja, dem verkaufe ich auch mal eine Kutsche. Hey, die Rothaut betrügt ja. Seht euch dieser Schwein an! Du sollst deine Jagdzüge nicht so ausdehnen, damit dir nichts passiert, sagt der Sheriff. Das ist alles, Häuptling. Das ist doch eine gottverdammte Schweinerei! Zwei Hilfs-Sheriffs erledigt und vier Indianer, die die Ölverträge unterschrieben haben, umgebracht. Das ist wohl kein Zufall mehr. Wie soll man das beweisen? Soll ich es ihm zeigen? Ja, zeig's ihm. Das hier haben Jenny und ich beim abgerutschten Felsen gefunden. Na und? Ja, also war es kein Zufall. Jemand veranstaltet hier Zufälle. Unsinn! Das ist eine Spezialschnur aus dem Ölkimp. Man müsste rauskriegen, wer an sowas rankommt. Jenny, könntest du dich entschließen? Na klar, Villa. Ist ja ganz wild drauf. Ich will's versuchen, Hank. Bis wir die Burschen haben. Den Nachschub für euren Schatz ruhig mal loslassen. Muss da schon eine ganze Menge drin sein in eurer Stammkasse, wie? Unsere Kasse ist leer. Erzähl doch keine Märchen. Jeden Monat bekommt ihr so einen Stapel Dollars aus euren Ölverträgen. Allison betrügt uns und McLaurin weiß das. Aber er hat Angst. Alles andere wirst du im Lager hören.
mal, Hank. Kannst du mir erklären, was das bedeuten soll? Ein paar Indianer beschweren sich und du lässt sie dann meinem Rücken herumschnüffeln. Warum regst du dich denn auf? Du hast doch nichts zu verbergen. Natürlich nicht. Aber ich hab's auch nicht besonders gern, wenn ich es durch McLaren erfahren muss. Dann hör mir mal gut zu, mein Lieber. Wie du mit den Indianern Geschäfte machst, das ist deine Sache. Aber wenn du sie so machst, dass sich die Indianer betrogen fühlen und sich bei mir beschweren, dann muss ich der Sache eben nachgehen. Klar? Lausiger! Was ist denn? Mitch! Mitch! Komm mal raus! Mitch! Hey, Caroline, hol den Doc! Ich glaube, er lebt noch. Fass an! Ich weiß nicht. Er hat kein Glück mit seinen Hilfs-Sheriffs. Unser Sheriff Jackson. Hast recht, hä? Ginny habe ich doch nur deshalb mitgeschickt, damit das Geld sicher bei Bullhead ankommt. Trotzdem, die ganzen Beschwerden sind Unsinn. Und ein Geschmiere, man kann es kaum lesen. Entschuldige, das ist meine Schrift. Sheriff, Ginny hat ein paar Kugeln im Bauch. Der Doc sagt zwar, er wird's überleben. Aber ich dachte mir, vielleicht willst du ihn doch mal ansehen. Was ist, Doc? Er hat viel Blut verloren, aber wird durchkommen. War er die ganze Zeit ohne Besinnung? Ja, und das kann ein paar Tage dauern. Bis dahin wirst du dich mit deinen Fragen gedulden müssen. Sheriff, der Doc meint, Ginny hat sich den Verband nicht selbst anlegen können. Vielleicht ist das wichtig. Stimmt das, Doc? Na ja, ich würde schon sagen, dass es stimmt. Obwohl, beschwören kann ich es natürlich nicht. Und was ist mit dem Indianer? Er hat einen Haufen Dollars bei sich. Ich weiß nichts, Sheriff. Er hing auf dem Gaul, als er hier ankam. Wenn ich den erwische, der das gemacht hat, den Kerl werde ich an den Galgen bringen. Hast du es selbst gesehen? Nein, ich kam zu spät, Vater. Es war ausgemacht. Sheriff Jackson wollte doch unseren Freund Elmer Guinness mit Hawkman in unser Lager reiten lassen. Auch er wurde niedergeschossen. Wo ist das Geld? Unser Geld, das Hawkman aus Wind River City bringen sollte. Wo ist es? Ich weiß es nicht. Sei
Seit dem Ölvertrag starben 4 Häuptlinge. Hawkman ist der 5. Ich sehe schon den Tag auf uns zukommen, an dem unser Volk ohne Häuptlinge ist. Du redest ohne Achtung vor deinen Vätern. Bevor ihr Ellison erlaubt habt, nach Öl zu bohren. Hier in unserer Reservation, da ging es uns schlecht. Sehr schlecht, wir haben gehungert. Aber geht es uns seitdem besser? Ja, wenigstens haben wir satt zu essen. Wir haben aber auch Tote. Neidwunde in den Hütten und Zelten unserer Reservation. Die Häuptlinge bekommen mehr als die anderen. Und Ellison, der betrügt uns. Die Häuptlinge haben dem Vertrag ihr Wort gegeben. Aber für wen? Für sich allein oder für das Volk der Shoshone? Aber der Rat der Alten hat dabei vergessen, den kleinen Adler um Erlaubnis zu fragen. Ellison ist unser ehrlicher Partner und ein Freund der Shoshone. Der Vertrag mit Mr. Ellison hat uns Geld gebracht. Und Fleisch für die Feuer des Stammes. Aber das Fleisch ist schlecht und das Geld ist zu wenig. Wenn wir leben wollen, leben wie Menschen, müssen wir mit den weißen Männern zusammenarbeiten. Aber mit den gleichen Rechten, wie es uns versprochen wurde. Reite mit uns nach Wind River City, Vater. Tag. Tag. Wünschen Sie ein Zimmer? Ja, aber mit einem Bett, das nicht so knapp, wenn es geht. Ich habe nämlich einen leichten Schlaf. Warten Sie mal. Waren Sie nicht schon mal hier? Kann schon sein. Ja. Sie sind doch der Jäger mit den guten Fellen, stimmt's? Howard. Chris Howard. Sie haben ein tolles Gedächtnis. Bleiben Sie diesmal länger bei uns? Mal sehen. Möglich. Wie lange kann man dafür bleiben? 2 Monate, Mr. Howard. Übrigens, vor der Tür steht noch ein Pferd, Miss... Caroline Kendler. Ich lasse es in den Stall bringen. Danke, Caroline. Hallo, Mitch. Sag mal, kann ich das ja bei dir aufhängen? Der Sheriff hat mich drum gebeten und ich tue ihm den Gefallen. Whisky. Weil ich gerade ein bisschen Zeit habe. Wie denn ein Klein. Er sucht einen neuen Hilfs-Sheriff. Und ich hab abgelehnt. Na, was ist nun? Kann ich oder kann ich nicht? Ja, ja, mach schon. Er soll doch froh sein, dass der Sheriff ihn nicht nimmt, sonst wäre er nie so alt geworden. Na, zufrieden? Können Sie das für mich aufheben? Soll's in Safe? Oh, wenn Sie sowas Feines besitzen? Klar. Oh. Schreibt eine Quittung. Hallo, Howard. Welcher Wind hat Sie denn hier geweht? Durst, Kendler. Durst.
Hat der Sheriff seinen Gehilfen davongejagt? Er wurde zusammengeschossen. Ist er tot? Nein, aber um Haaresbreite wäre es vorbei gewesen. Danke. Mister. Er wohnt zwei Zimmer neben Ihnen. Jesse, armes Mädchen. Ihr Mann wurde verschüttet, zusammen mit dem Shoshone-Neuling. Damals hing am nächsten Tag hier auch der Spruch, Hilf Sheriff gesucht. Und seitdem hat sie diesen Job hier bei Mitch. Na, nichts für ungut, Mister. Und den Poker etwas sein kann. Bitte. Danke, gern. Mein Name ist Chris Howard. Ich bin Lee Garrett. McLaurin, unser Indianer-Agent. Kit Kearney, Vormann bei meinem Boss, Mr. Ellison. Das und 100. Ich steige aus. Ihre 100. Und noch 100. Steig aus. Ich möchte sehen. Keine Nerven mehr? Nichts. Ich spendiere den Drink, du Verrückter. Full House. Wenn es Ihnen recht ist, Mister, ich halte dagegen. Mein Boss, Mr. Ellison. Ah, der Ölkönig persönlich. Howard. Mage, ein neues Blatt. Bitte, Mr. Ellison. Wollen Sie geben? Wie viel? Eine. Drei. Sit.
Natürlich. Und 10. 10 und sehen. Flasch. Nichts. Aber, Mister... Was ist? Tut mir leid. Blank. Ich stehe Ihnen gelegentlich gerne wieder zur Verfügung, Howard. Sie waren unvorsichtig, Howard. Ihr ganzes Geld hätten Sie nicht setzen dürfen. Nicht gegen Allison. Danke, Gerrit, für Ihr Mitgefühl. Ich werde schon überleben. Ich muss mir eben einen neuen Job suchen. Job, Job, ich höre immer Job. Du bist doch gar nicht blank. Wo hast du dir deine Satteltasche so schön gefüllt, Howard? Kiss-Kaffees, was soll das? In unseren Bergen, was? Aha, da hast du doch gerade erst geknallt. Statt rumzugaffen, faules Pack. Nicht arbeiten, aber den Anteil einstecken. Das hab ich gern. Hey, ihr Affen. Glaubt wohl, ich mach Spaß, was? Das solltest du nicht noch einmal tun. Kneik, was ist hier los? Unsere Leute beschweren sich. Es ist eine Schande, dass sie sich abschuften müssen, während die Indianer auf der faulen Haut liegen. Geht auf eure Plätze. Wir sind nur hier, um als Wache das Bohrlager zu schützen. So war es abgemacht. Und es gibt auch keinen Grund, das zu ändern, Häuptling. Muss es erst ein Unglück geben, ehe du vernünftig wirst. Wir brauchen Ruhe. Sag deinen Leuten, es ist alles in Ordnung. Wir reiten nach Wind River City. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Der Sheriff ist neuerdings ein bisschen nervös. Er stört ihn sogar ein knarrendes Brett, Mister. Ben übertreibt, wie gewöhnlich. Ich bin Chris Howard. Ja, ich weiß. War gestern ein teurer Abend für Sie, was? Was die Fälle des letzten Winters gekostet haben. Sie haben in der Stadt Zettelchen aushängen lassen. Nehme an, der Job ist nicht sehr gefragt. Soll das vielleicht heißen, dass... Ja, interessiert mich. Warum? Die Gegend gefällt mir. Aus diesem Grund sind Sie hierher gekommen. Bald, Sheriff. War wohl ein Irrtum mit dem Job. Hängen zu viele Fragen dran. Erwarten Sie. Sind Ihre Schießkünste genauso groß wie Ihr Maul, Greenhorn? Losgehen! Ben gibt das Kommando.
Zufall? Manchmal klappt's. Greenhorn hat er gesagt. Ich hoffe, du begreifst, worauf du dich hier einlässt. Das Risiko ist verdammt groß. Banditenjagen ist gefährlicher als Wildbeschleichen. Ja, ja, das ist ja kein Grund, mir gleich den Arm abzureißen. Auf deinen Stern. Auf deine Gesundheit. Gestern war ich in der Reservation. Häuptling Hawkman ist tot. Er hatte mit deinem Vorgänger das Geld für die Shoshone von Allison geholt. Ich weiß. Die Indianer konnten mir auch nichts sagen. Das Geld ist verschwunden. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, Bert, dann hol mir aus dem Hotel-Safe meine Satteltasche. Mhm, mach ich. Dieses schäbige Stück Zündschnur hat Ben gefunden. Mit dem verbrannten Teil haben sie Jesses Mann in die ewigen Yachtgründe geschickt. Stell mal fest, wo das herkommt. Den Sheriff. Ah, Chef Head. Ist eure Abordnung gekommen? Das ist der junge Häuptling der Shoshone. Sein Vater ist Bullhead, der Häuptling der Reservation. Und das ist Chris Howard, mein neuer Hilfs-Sheriff. Hast du die her? Sie stammen aus der Waffe, mit der mein Bruder Hawkman getötet wurde. Ich fand sie dort, wo der Mörder gewartet hat. Eine 60er Henry. Ziemlich seltene Waffe. Kennst du jemanden, der eine Henry besitzt? Nein. Nicht, dass ich wüsste. So, Mister. Hier haben Sie die Tasche. Herr Schäfer, deshalb habe ich dein Pferd draußen gesehen. Das Geld der Shoshone. Ich hörte Schüsse. Dann fand ich Ginny und den toten Indianer. Das Geld lag daneben. Du hast niemanden gesehen? Nein. Ich kam zu spät. Du sagst, wir sind Partner. Und wie erklärst du dir, dass unsere Häuptlinge, deine Partner, einer nach dem anderen plötzlich sterben? Gesunde Männer. Und unsere Anteile werden kleiner, obwohl immer mehr Öl aus unserer Erde fließt. Das Volk der Shoshonen verlangt eine Antwort von uns. Wir fordern von euch nur unser Recht. Wir Shoshonen bestehen darauf, dass die Verträge eingehalten werden, wie es unter ehrlichen Partnern üblich ist. Passt das, ja? Ich habe mich bisher Punkt für Punkt an unser Abkommen gehalten. Wenn ihr es in diesem Jahr nicht gelernt habt, mit Geld umzugehen, so ist das nicht meine Sache. Wenn eure Häuptlinge wegen Falschspielen erschossen werden, sich mit einer Kutsche zu Tode rasen oder was weiß ich, sich totsaufen, so ist das schließlich auch nicht meine Sache. Das ist eine Lüge! Jeder weiß, wie seltsam die Umstände waren, unter denen die roten Männer starben! Ich bin nicht der Sheriff. Mordfälle liegen in seiner Kompetenz. Wir haben übrigens das Geld vom letzten Überfall. Wo kommt das her? Das möchte ich im Moment noch für mich behalten. Endlich mal eine gute Nachricht. Ich habe hier die Verträge. Vielleicht hört euch das noch einmal an. Unterschrieben haben damals Bullhead, Chefhead, Black Tomahawk, Flying Arrow, Big Black Foot, Manthrap Man und Prodigal Bird. Die letzten fünf sind bedauerlicherweise nicht mehr im Leben. Und drei von euren Häuptlingen haben verkauft. Mir persönlich verkauft. Das ist nicht wahr! Selbst wenn es nicht wahr wäre. Auf die Anteile hat nur Anspruch, wer unterschrieben hat. Nur wer unterschrieben hat, versteht ihr?
Stirbt dein Partner, verfällt sein Anspruch. So und nicht anders lautet der Vertrag. Ihr habt noch 3 Anteile. Mit diesem Vertrag haben wir den weißen Männern das Recht gegeben, auf unserem Land zu bohren und das Öl aus der Erde zu holen, das eigentlich uns gehört. Wenn aber dieser Vertrag die weißen Männer reich macht und dem Volk der Shoshone Unglück und Tod bringt, dann ist dieser Vertrag Betrug. Hallo, Jesse. Ich hoffe, Sie wissen, worauf Sie sich mit dem Stern eingelassen haben. Das hat mir der Sheriff auch gesagt. Aber ich hoffe, der Stern wird mich schützen, wenn Sie nicht da sind. Vielen Dank übrigens nochmal. Warum denn so eilig? Ich muss den Doc holen. Ginny ist wieder bei Besinnung. Das sagen Sie so nebenbei? Also überleg doch mal. Ein Mann in meinem Zustand, das ist doch wesentlich besser als Lee Gerrit. Auch wenn er mein Freund ist, rate ich dir. Nimm lieber mich. Ich kann dir nicht weglaufen. Dafür ich dir umso leichter. Hallo, Caroline. Hallo. Wie geht es Ihnen denn? Es geht. Könnten Sie dafür sorgen, dass wir nicht gestört werden? Na, danke. Hallo, Ginny. Mein Name ist Howard. Den Rest werden Sie sich denken können. Ich habe Sie gefunden. Sie sahen ziemlich mies aus. Dann habe ich also dir mein Leben zu verdanken. Ich würde sagen, mehr dem Umstand, dass die Kugeln 2 Finger breit zur Hochhand kamen. So kann man es natürlich auch sehen. Whisky? Sagen Sie, Ginny, haben Sie eine Ahnung, wer auf Sie geschossen haben könnte? Nein. Wenn die rothäutigen Kerle die Sicherheit der Ölquelle nicht mehr garantieren, werde ich mir ganz andere Leute als Wachen anwerben. Aber nicht aus meinem Distrikt. Ich kann manchmal schlecht schlafen, weißt du. Da spaziere ich dann nachts immer so durch die Straßen. Und da sehe ich so manches. Oder besser gesagt, treffe diesen oder jenen. Zum Beispiel Black Tomahawk. Er schleicht immer zu Allison. Hintenrum. Über den Hof. Hey, Ben. Was gab's denn so Interessantes mit Shavehead? Oh, er hat nur gesagt, ich soll Chris Howard noch mal schön danken wegen dem Geld und so. Hallo! Na, was habe ich gesagt? In 1 bis 2 Tagen wird er tot sein oder er hat's geschafft. Wissen Sie, wer in dieser Gegend einen 60er Henry besitzt? Henry? Wart mal. Irgendwo war mal davon die Rede. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Du solltest mal Ben fragen. Hm. Der sieht und hört mehr, als mancher von ihm glaubt. Und es ist eine ehrliche Haut. Wäre es möglich, dass Sie unser Gespräch vergessen? Wenn dir was dran liegt. Hey, das kann ich aber nicht dulden. Ginny ist noch viel zu schwach. Ginny, alter Junge. Wieder zurück aus den ewigen Yachtgründen? Bisschen schwach noch, was? Na, ruh dich aus, alter Junge. Wir unterhalten uns später noch. Ich denke, du bist schon im Ölcamp. Ja, war fast unterwegs. Da hörte ich, dass Ginny wieder bei Besinnung ist. Solltest ihn mit seinem Nachfolger bekannt machen, habe ich mir gedacht. Ja. Das ist doch ein netter Zug von ihm.
Hallo, Howard. Komm, mein Wetter, der Sheriffstern. Das ist denn nicht eine schnelle Karriere. Hey, Tenneck. Komm her. Ist was? Mach weiter. Kommen Sie, wir gehen ins Büro. Was ist passiert? Mein Bruder, kleiner Adler und Schwarzfeld, sein Freund, tragen die Farben des Krieges. Sie kamen zornig zurück vom Windriver. Böse Worte fielen über dich und Bullhead. Sie wollen Feuer legen bei den weißen Betrügern. Sie haben mich hierher geschleppt, damit ich nicht mit dir reden kann. Du musst sie zurückhalten. Sie wissen nicht, welches Unheil sie über uns bringen werden. Warte bei den roten Felsen auf mich. Ja, die Zündschnur ist aus meinem Lager. Das verstehe ich nicht. Ich habe den Schlüssel niemals aus meinen Händen gegeben. Da bin ich ganz sicher. Es wird einer von deinen rothäutigen Freunden gewesen sein, Betten. Sie werden uns hier alle gelegentlich in die Luft jagen. Du solltest nicht so viel trinken, Tenneck. Was geht das dich an, hä? Du bist mir auch so ein sentimentaler Menschlichkeitsapostel. Dein Quäkertum wird man dir schon mal mit ein paar Gramm Blei oder einem Knüppel austreiben. Verlass dich drauf. War es das? Ja, ist gut. Wir machen Schluss für heute. Naja. Warum musst du ihn dauernd beleidigen, hm? Mir gefällt dieser Typ nicht. Außerdem hockt er mal bei den Rothäuten. Stundenlang palavern sie herum. Wenn ich hier was zu sagen hätte, weißt du, was ich mit dem ganzen Gesindel machen würde? Solange ich hier bin, Tenneck, halten Sie gefälligst Ihr widerliches Maul, verstanden? Was regen Sie sich denn auf, Howard? Sie sind doch ein Weißer. Es ist alles in Ordnung. Die Männer der Wache sind auf ihren Plätzen. Danke. Tja, geh mal schlafen. Hallo, Howard. Sind Sie da? Ist was? Nein, nein, nichts. Alles in Ordnung. Hallo, Sheriff. Hey, Caroline, wie geht's in unserem Kranken? Na, nicht so gut. Der hat ein bisschen Fieber.
Wann kommt Chris Howard eigentlich zurück? Warum? Will Ginny was von ihm? Ginny? Nein, nein. Ich wollte ihn nur was fragen. Wegen Lee, wissen Sie? Kennst du den mit dem Großvater und dem... Ja, den kenne ich auch. Wenn du auch nur einen Ton von dir gibst, klappt das mit den ewigen Jagdgründen endgültig. Was willst du? Oh, auch nur eine Kleinigkeit. Ich möchte gern wissen, wo du die Besitzurkunde von deinem Land versteckt hast. Also, ich höre. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ach, du weißt nicht, wovon ich spreche. Wie solltest du auch, hm? Als die Wyoming Oil Company in der Reservation nach Öl zu bohren begann, da kaufte ein Unbekannter für einen Pappenstiel das ganze Gebiet nordwestlich des Bighorn River auf. Aber das weißt du ja nicht, hm? Aber später stellte sich heraus, dass sich das Ölfeld genau in diese Richtung ausbreitet. Wusstest du auch nicht, was? Aber dass der schlaue Unbekannte heute ein schwerreicher Mann ist, das weißt du doch. Und nun finde ich, dass du für so viel Dollars schon ein wenig alt und krank bist. Also, wo hast du das Papierchen? Von wem weißt du das alles? Spielt doch keine Rolle. Also, ich habe nicht so viel Zeit. Von mir erfährst du kein Wort. Schön, wie du willst. Ein Überfall. Brandstiftung an meinem Öl. Das ist ungeheuerlich. Brandstiftung. Ich werde reagieren, dass dem Gesindel Hören und Sehen vergeht. Du bist sicher, dass es Chef Head war? Ja, Chef Head und kleiner Adler. Warst du allein? Ja. Keine Zeugen? Warum hast du sie nicht umgelegt? Töten? Aber sie sind doch... Sie sind davongelaufen. Wenn ich auf sie geschossen hätte, so ein Gewehr ist laut. Pfeile sind lautlos. Du warst zu feige, ja? Du nimmst mein Geld, trinkst meinen Whisky, du hast Chef Head und möchtest Reservationshäuptling werden. Aber ein bisschen dafür tun. Hier, nimm und geh. Ich brauche dich nicht mehr. Wie stehen Sie zu Ihrem Boss Allison? Tja, wie stehen wir zueinander? Ich würde sagen, einer respektiert den anderen. Aber im Grunde gehen wir uns gern aus dem Wege. Er braucht Sie. Ja, ich bin der Einzige, der was vom Öl versteht. Er kann es nur verkaufen, aber finden und aus der Erde holen. Sie besitzen doch einen Anteil. Wie groß ist er? Ja, er ist nicht unerheblich. Warum? War das der Grund, warum Sie hier in diese gottverlassene Gegend gekommen sind? Ja, das war mit ein Grund. Aber am meisten interessiert es mich, dass es sich hierbei um einen Neuaufschluss handelte. Klingt ein bisschen romantisch. Entdeckungen und so, aber... Verstehe Sie schon. Ja, dann wird Zeit für mich. Oh. Hallo, Lee. Hallo, Mister. Nein, dass ich Sie hier treffe. Da können wir ja vielleicht gemeinsam nach Wind River City reiten. Gute Idee, Ben. Ich möchte Ihnen noch etwas sagen, Howard. Aber das müsste unter uns bleiben. Vor einigen Wochen haben Herr McGinnis und ich einen Brief an das Indian Department geschrieben, aber bis heute noch keine Antwort. Und warum haben Sie geschrieben? Wir bohren auf Indianerland. Wenn Allison nun keine Genehmigung hat, dann... Das müssten Sie doch eigentlich wissen. Ich wollte Ihnen nur mal zeigen, wo Sie landen, wenn Sie nicht aufpassen, Mister.
Zwei Ihrer Vorgänger liegen schon hier. Sie könnten ruhig ein bisschen auf den alten Ben hören, Mister. Er hat schon viele junge Männer hier enden sehen. Manche waren ein bisschen zu stolz, manche ein bisschen zu mutig. Manche waren noch ein bisschen vorlaut, wie Sie, Mister, als Sie noch lebten. Na, was wolltest du mir eigentlich sagen? Ja, also, auf dem Dachboden von Allisons Haus hat sich ein Mann versteckt. Parker heißt er. Er hat vor 6 Monaten beim Würfelspiel einen Indianerhäuptling erschossen. Und dann war er verschwunden. Jetzt ist er plötzlich wieder aufgetaucht. Nicht sein, vor Candler's Saloon. Da habe ich mich ein bisschen auf seine Fährte gesetzt, um rauszukriegen, wo er seine Zelte aufgeschlagen hat. Könnte das vielleicht eine heiße Spur sein, Mister? Kennst du seine Waffen? Eine langläufige Remington und ein 60er Henry sind mir aufgefallen. Die sieht man nicht mehr so oft. Und du irrst dich nicht? Aber, Mister... Da werde ich mir Allisons Dachboden wohl genauer ansehen müssen. Fein, Mister. Na, warum nennst du mich eigentlich immer Mister? Ja. Bisschen jung. Bisschen fremd. Und dann war da noch der Stern. Ja. Na, da habe ich mir gedacht, dazu passt wohl nur, Mister. Verstehen Sie? Verstehe. Tja, und jetzt habe ich einen Wunsch, Mister. Da kommt Jesse. Seit ihr Mann in die Luft flog, kommt sie oft her. Erst legt sie Blumen aufs Grab und dann heult sie ein bisschen. Das ist auf die Dauer nicht gut für so eine junge Frau. Vielleicht kümmern Sie sich ein bisschen um sie. Ich halte schon mal vor. Ja, wenn... Aber... Das kannst du aber mit mir nicht machen. Hallo, Jesse. Schade, ich muss gerade los. Aber der Mister hier will dir noch Gesellschaft leisten. Ich wette, Ben hat sie einfach überrumpelt. Komm hin, du alter Kuppler. Was ist denn los? Was ist denn mit euch los? Jenny ist tot. Caroline hat ihn gefunden. Das ganze Zimmer war durchwühlt und auf den Kopf gestellt. Man hat ihn erschlagen wie ein Stück Vieh. Ich mach das schon. Zahl doch bei der Wärming Oil. Ich kann mir nicht leisten, den Laden zu schließen. Auch wegen Jenny nicht. Ben, bleib doch eine Weile hier. Ich weiß dann wenigstens, wo du bist. Klar, Mister. Ich warte hier. Kommen Sie doch mit in mein Zimmer. Als Ginny noch lebte, da hat er ein paar Mal von Ihnen gesprochen. Ich glaube, er mochte Sie. Ich bin ja auch ein feiner Junge. Bitte setzen Sie sich doch. Hier, das sollte ich Ihnen geben, falls Ihnen was passiert. Und wenn Sie eine Frage hätten, dann sollten Sie mit Lee Garrett pokern. Aber nur mit Lee Garrett. Was soll pokern? Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Und als ich ihn fragte, was das für Zeichen sind, da hat er nur gelacht und gesagt, ich soll nicht so viel fragen. Ich danke Ihnen, Caroline. Zurzeit begreife ich zwar überhaupt nichts,
Aber mir wird schon was einfallen. Ich soll sicher mit niemandem darüber sprechen, stimmt's? Sie sind ein kluges Kind. Wenn Sie mich brauchen sollten, ich bin im Sheriffbüro zu finden. Mhm. So, lies doch endlich mal! Dann wird ja dein Grinsen schon vergehen. In 3 Tagen sitze ich hier. In 3 Tagen spätestens. Dann setze ich bis zum Hals in der Tinte. Dir wird ja so leicht nichts geschehen. Aber wenn meine Agentur überprüft wird, dann geht es mir garantiert an den Kragen. Aber das eine kann ich dir sagen. Wenn du mir nicht hilfst, wenn ich alles allein ausbaden soll, dann packe ich aus. Ich werde nicht der Dumme sein. Wenn du nicht sofort dein verdammtes Maul hältst, lasse ich dich rausschmeißen. Wir haben also einen Verräter unter uns. Na schön. Irgend so ein Schwein hat einen Brief geschrieben, einen Bericht an das Indien-Department. Jetzt schicken sich hier ein paar Auftragten des Departments in der Wyoming Oil Company, die sollen prüfen, was an dem Bericht wahr ist. Na und? Ob es stimmt, dass wir auf Indianerland bohren. Halleluja. Du hast uns alle hintergangen. Du hast der Regierung und der Company verschwiegen, dass die Ölquelle auf Indianergebiet liegt. Uns hast du aber gesagt, wiederholt gesagt, dass du die Erlaubnis dazu hast. Dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, wann die Indianer die fündigen Gebiete abtreten müssten. Was warst du denn vor einem Jahr, hm? Eine dreckige arme Ratte. Ich hab dich reich gemacht. Du hast in deinem Leben noch nie so viel Geld gesehen, wie du jetzt besitzt. Ja, ich... Ich habe keine Erlaubnis bekommen, in der Reservation zu bohren. Und ich habe trotzdem weitergemacht. Und euren Gewinn gesichert. Und dafür solltet ihr mir auf den Knien danken. Was? Was soll das? Du bist betrunken. Ich lass dich aufhängen. Danke, Parker, es war höchste Zeit. Ich werde ihn in den Fluss werfen. Flussabwärts interessiert sich kein Mensch für eine krepierte Rothaut aus der Reservation. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Ihr könnt meine Anteile zurückhaben. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ein Mann ist ins Hotel eingestiegen. In welches Fenster? Über dem Schuppendach, links. Das ist Carolines Zimmer. Verdammt! Auch nichts. Versteckt. Aber du weißt, wo sie sind. Hat sie den Vater? Sag mal, wo ist Caroline? Caroline, ich glaube, die ist nach oben gegangen. Wenn du mich belügst, geht es dir wie Jenny, verstanden?
Hilfe! Chris! Chris! Caroline! Chris! Chris, schnell! Hilfe! Urkunden von Ginny. Wollen Sie mir helfen, Caroline? Ja. Dann nehmen Sie morgen früh Ihr schnellstes Gespann und fahren ins Ölcamp. Erzählen Sie Lee Gerard alles, was hier heute passiert ist. Verstanden? Verstanden. Oh. Der Mann ist entwischt, muss verwundet sein. Die Schüsse kamen von diesem Fenster. Interessant. Dort wohnt Bill Kane, Angestellter bei Allison. Komm weg hier. Man muss uns nicht unbedingt zusammen sehen. Es ist nicht gut, wenn du ständig in der Stadt bist. Du bringst dich und mich in Gefahr. Als Kinder haben wir Gefahren gemeinsam bestanden. Das ist lange her. 12 Winter. Black Tomahawk ist verschwunden. Er verrät uns an Allison. Ich habe es befürchtet, dass er ein Spitzel ist. Allison hat ihn gekauft. Idioten halten, was? Hallo. Hallo. Wir haben im Rat gesessen. Unsere jungen Krieger träumen wieder von den Siegen der Väter. Sie vergessen, wie damals alles ausgegangen ist. Was habt ihr beschlossen? Bullhead hat sich von Allison losgesagt. Aber er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß es auch nicht. Bullhead. Wie geht es? Wie geht es unserem Vater? Als er hörte, dass du zurückgekommen bist, hatte er nasse Augen. Feuer! 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 Die Indianeragentur brennt! Was? Verschwinde. Du bist jetzt mehr gefährdet als ich. Ich werde in der Nähe sein. Nehmt die Leute ab! Hände weg! Sind unser Unglück. Dabei hat McLaurin immer nur Gutes für die Indianer getan. Das hat er nun davon. Das ist ein Pfeil von Black Tomahawk. Jetzt setzen Sie uns schon mitten in der Stadt den roten Hahn aufs Dach!
Er hat mir mal welche geschenkt, sie haben die gleichen Zeichen. Los. Such dir Rothaut. Hängen, Roller! Er soll hängen! Dort läuft das rothäutige Schwein! Leute, Leute, lasst ihn leben. Wir wollen ordentlich darüber abstimmen, was mit ihm geschehen soll. Lasst ihn leben! Lasst ihn leben! Sie sind wahnsinnig geworden. Bleib hin! Black Tomahawk war schon tot. Scarface hat auf den toten Black Tomahawk geschossen. Eins, zwei, eins, drei. Los, Eimer Wasser her! Hilf! Hallo, Hank. Hast du was am Arm? Das nächste Mal sucht er einen besseren Schützen aus. Ich verstehe nicht. Du verstehst sehr gut. Na schön. Dann muss ich dich aber auch daran erinnern, dass Jennys Urkunde uns beiden gehört. So was abgemacht. Tja, wenn wir sie hätten. Weißer Rivale! Her mit den Armen! Komm, Ben. Ich muss Allison mal was fragen. Allison! Ja, sagt Ihnen der Name Parkett was? Ja, natürlich. Das ist doch dieser gesuchte Gewaltverbrecher, nicht? Wow. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mich mal auf Ihrem Dachboden etwas umsehe? Nein, natürlich nicht. Aber ich hoffe, Sie haben sich das genau überlegt. Aber ja, ja. Was habe ich? Bist du verrückt geworden? Weißt du, wen du verdächtigst? Wieso verdächtige ich Allison? Wie kommst du darauf? Trotzdem würde ich dich bitten, mitzukommen. Hey Parker, ich weiß, dass Sie hier sind. Im Namen des Gesetzes kommen Sie runter. Allison, kommen Sie doch mal rauf. Noch frisch. Sogar noch ein Rest drin. Ich hatte ein paar Männer hier, die das Dach ausgebessert haben. Ach so. Aber Sie sollen sich selbst überzeugen. Bitte, schnüffeln Sie weiter. Tut mir leid. Allison. Es war ein Irrtum. Jemand muss mir einen falschen Tipp gegeben haben. Hey, Mister! Auch wenn es Sie beleidigt, Mister. Aber ein bisschen habe ich mir schon Sorgen um Sie gemacht. Sag mal, du fragst mich ja gar nicht, ob Parker oben war. Wieso denn? Ich weiß es doch, dass er da ist. Er kauerte die ganze Zeit auf dem Dachbalken. Dachbalken?
Jesse. Was soll das? Caroline hat ihn mir gegeben. Er lag in ihrem Zimmer unterm Bett. Was denn? Das heißt, der Mann in ihrem Zimmer? Ja, das war der Sheriff Hank Jackson. Sheriff Jackson? Also bis morgen. Ben, ich kann mich doch auf dich verlassen. Aber Mister. Na, Chris, den Reinfall verdaut? Bye, bis morgen. Ben, komm mal her. Du bringst morgen früh Jess in die Reservation. Ihr haltet euch an Chef Head. Ich komme nach. Na, bring mal mein Pferd. Morgen früh auch noch. Aber was soll ich in der Reservation? Dort bist du zunächst einmal sicher. Bei den Indianern? Wieso, hast du etwas gegen die Indianer? Nein, nicht direkt, aber... Ach so, ja. Das vergaß ich dir zu sagen. Ich bin auch Indianer. Meine Mutter ist zwar eine Weiße, aber Schäfett und ich haben einen Vater. Bolette, den Häuptling der Shoshonen. Du willst sie töten. Glaubst du, sie warten, bis du kommst? Sie werden dich umbringen. Hinterrücks. Und wenn du sie alle tötest, was hast du erreicht? Was hast du erreicht? Deswegen hast du mich doch gerufen, oder? Nein. Ich rief dich, um uns zu helfen. Genau das habe ich getan. Wenn du jetzt von mir verlangst, sie nicht zu töten, wäre es besser gewesen, du hättest mich gar nicht erst gerufen. Das ist die ganze Wahrheit. Wir sind Brüder. Du hast mit deiner Mutter unter den Weißen gelebt. Und wenn sie dich nach deinem Vater fragten, war dein Mund stumm. Du kannst jetzt töten und wegreiten in die Berge und die Städte der Weißen. Aber das Volk deines Vaters muss hier bleiben. Wir können uns nicht verstecken. Das ist die Wahrheit. Parker, sie jagen dich schon. Man muss die Glaubwürdigkeit der ganzen Beschwerde erschüttern. Und die der Indianer. Schlauer Einfall. Wir brauchen praktische Vorschläge. Das Ölcamp muss zerstört werden. Man wird es als einen indianischen Racheakt nehmen. Ebenso wie die Ermordung des Indianeragenten. Die Kommission möchte ich sehen, die dann auch nach Beschwerden der Indianer fragt. Und nicht an unsere Versuchsbohrung glaubt. Wir haben Öl verkauft auf unsere Rechnung. Ich fürchte, die Gesellschaft hat davon erfahren. Die Kommission kann nicht so teuer sein, Mr. Ellison. Aber Sie müssen das Land von Ginny als neues Ölfeld in der Hand haben, sonst... Der Vorschlag ist gut. Was meinst du denn? Die Postkutsche ist kurz vor der Stadt. Ich brauche wohl nicht zu sagen, wer da drin sitzt. Du wirst sie empfangen müssen, Mike. Ich reite allein zu Ginnys Hütte. Aber ich bin fair. Was hältst du davon, wenn ich Scarface oder Benjamin Scott mitnehme? Bestimme du wen. Scott. Gut. Haben wir die Urkunden, dann kommen wir zurück. Ich würde dich überall finden.
Das Ölfeld liegt hier. Du hängst dich an diesen Howard. Du reitest so schnell du kannst ins Ölcamp zurück. Der Ingenieur soll das Lager räumen. Dann brennt alles ab. Wenn Indianer kommen, legt sie um. Garrett könnte Schwierigkeiten machen. Du wirst dir schon zu helfen wissen. Ja. Mr. Reinhold, ich begrüße Sie in Wind River City. Auch wenn Blacklomark ein Verräter war, Indianer war er nicht. Sie hätten auch jeden anderen gelünscht. Das galt nicht für ihn, das galt uns allen. Ja! Ruhe! Ja! Trotzdem durften unsere Wachen die Ölquelle nicht verlassen. Sollten Sie für die Mörder wachen? Selbst auf Ihren Tod warten? Sie sollten nicht von sich aus den Vertrag mit den Weißen brechen. Sie durften das Lager nicht verlassen. Wer hat den Vertrag immer wieder gebrochen? Wer tötete unsere Häuptlinge? Deine Partner! Brüder, es hat keinen Sinn, über unsere Fehler zu streiten. Wir wissen jetzt, dass die weißen Partner die Mörder unserer Brüder sind. Es hat keinen Sinn, gegen sie mit der Waffe zu kämpfen. Es treten neue an ihre Stelle. Wir müssen anders kämpfen lernen. Das Öl gehört uns. Und wir werden die Ölquellen sichern. Wenn die Kommission aus Washington kommt, wird es für uns alle gut sein, wenn sie das Unrecht der Männer, die sich unsere Partner genannt haben, sehen können. Dann können wir von ihnen unser Recht fordern. Wir müssen sofort zum Ölcamp mit allen deinen Männern. Gut. Holt die Waffen und Pferde. Zurückgekommen? Das ist gut. Sag mir, mein Sohn, wirst du bei uns bleiben? Ich weiß nicht. Die Söhne glauben immer, die Väter hätten alles falsch gemacht. Hör auf mich. Bleib bei uns. Ich will ja nicht gerade stören, Mister. Entschuldigung. Aber möchten Sie mich nicht vielleicht aufklären, was hier passiert? Wir müssen die Ölquelle sichern. Das wird ja noch einen Augenblick Zeit haben. Na, kommen Sie schon. Was hast du vor? Ah. Hier los. Jack hat durchgedreht. Er wollte ja das Kommando übernehmen. So Unrecht hat er nicht. Aber das richtet sich nicht gegen Sie. Was hat Ellison gesagt? Wir sollen sofort das Camp räumen und anstecken. Was? Wir sollen sofort das Camp räumen und alle Einrichtungen und Vorräte abbrennen. Das werde ich nicht dulden. Solange ich hier bin, befehle ich. Und solange wird hier nichts in Brand gesteckt. Ja, dann habe ich Ihnen mitzuteilen, dass Sie ab sofort aus dem Vertrag entlassen sind. Ihr Nachfolger bin ich. Ich werde mit den Leuten sprechen.
Los, geht ins Büro. Lee! Geh, schnell! Den Eid, bleib stehen! Du wirst jetzt die Hände hinter den Kopf nehmen und langsam rückwärts zu mir kommen. Leute, Garrett ist wahnsinnig. Er tut so, als ob das Öl ihm gehört. Aber Allison hat angeordnet... Den Eid! Langsam rückwärts, hab ich gesagt. Dabei draufgehe. Er hat eine Fackel! Los, schießt, was das Zeug hält. Schießt auf den Tank! Den Eich will zum Öltank! Wenn er das schafft, sind wir alle erledigt. Danke, Howard. Ohne Ihre Hilfe wären wir hier alle nicht lebend rausgekommen. Bringt sie hinter den Felsen und bewacht sie dort. Hier haben Sie auch so einen. Wir könnten darum pokern. Hat Jenny mir ausrichten lassen. Ja, ein ziemlich hoher Einsatz. Sie gleichen sich wie zwei Brüder. Jenny hat sie zu seinem Erben gemacht. Ich bin froh, dass Sie mein neuer Teilhaber sind. Es ist Ölland. Ja, ich weiß. Mann, Chris, wissen Sie, wie reich wir jetzt sind? Sie bieten mir viel, Garrett. Besitz und Freundschaft. Das ist viel unterweisen. An dem Bericht von diesem Elmer Guinness scheint weit weniger dran zu sein, als wir befürchtet haben. Eine Intrige von Neidern, nichts als ein Irrtum. Und was ist mit der Ölförderung auf dem neuen Feld? Wie meinen Sie? In dem Brief von diesem Elmer Guinness steht, dass er und Ingenieur Ligeret das gesamte Gebiet nordwestlich der Reservation gekauft haben. Nicht Sie. Obwohl Sie mir gerade dies seit Monaten versichert haben. Stimmt das?
Wir haben durch sie Zeit verloren und viel Geld erlösen. Sie sind unfähig. Ich werde ein Gespräch mit Ingenieur Garrett führen, wenn er bereit ist, sich zu akzeptablen Bedingungen mit meiner Gesellschaft zu arrangieren. Vielleicht finden wir dann auch eine Verwendung für Sie. Und lassen Sie die Schilder der Kompanie von Ihrem Haus abnehmen. Ich will ja nicht unbedingt zur Eile drängen, Sheriff. Aber haben Sie noch immer nichts gefunden? Nein, nichts. Weiß der Teufel, wo er es versteckt hat. Na, hoffentlich finden Sie es bald. Sehr wohl ist mir hier oben nämlich nicht. Was machen wir eigentlich, wenn Sie nichts finden, Sheriff? Mir wird schon was einfallen. Sheriff! Zwei, drei Männer nähern sich der Hütte. Ich habe sie kurz auftauchen sehen. Sagen Sie mir, wenn die Männer näher kommen. Sie bleiben liegen und unternehmen nichts. Es könnte sonst das Leben kosten. Jackson! Komm raus! Ich weiß, dass du da drin bist. Komm raus! Für dich gibt es nur einen Weg. Und zwar durch die Tür. Was willst du? Leg dich auf die Erde. Die Hände nach vorn. Ich werde dich nach Winterberg City bringen. Wirf die Waffen rüber. Das kannst du mit uns nicht machen, Jackson.
ein Ingenieur Liguerre. Ja. Hier,